Seit gut einer Woche kann man sich auf Amazon Prime Video eine deutsche Serie anschauen, die sich mit dem Rotlichtmilieu der Reeperbahn in den späten 70er und der 80er Jahre beschäftigt und den Aufstieg eines Mannes, den man als der schöne Klaus kennenlernen wird. Und damit geht es hier jetzt um Luden, Könige der Reeperbahn. Party, Sex und Drogen. Das ist die Hamburger Reeperbahn in den 80er Jahren. Ein Milieu, das nicht selten von der Gesellschaft verachtet wird und dennoch finden genug Menschen ihren Weg in die bekannteste Rotlichtwelt, um ihren Bedürfnissen nachzukommen. Unter ihnen befindet sich auch Klaus Barkowski, der als der schöne Klaus ein eigenes Imperium aufbauen wird. Doch zunächst ist Klaus nur jemand, der davon träumt, es zu etwas zu bringen, egal wie moralisch fragwürdig das auch sein mag. Aber dann trifft er auf die Prostituierte Jutta, die ihm den Weg zeigt in eine Welt voller Geld, Macht, Gewalt sowie Einfluss. Doch diese Macht muss man sich nehmen und das kann sehr, sehr brutal werden. Luden, Könige der Reeperbahn besteht aus 6 Episoden, die zwischen 46 und 55 Minuten lang sind, ist ab 16 Jahren freigegeben und ist seit dem 3. März 2023 auf Amazon Prime Video streambar, ist Drama und Biopic rund um Klaus Barkowski und die Geschichte eines Aufstieges und vielleicht auch Falls einer Person in 6 Episoden eben aufgeteilt und führt uns in die Rotlichtwelt, wo ich ganz ehrlich bei Luden aber auch sagen muss, dass ich das Gefühl habe, in verschiedenste Sets hineingeführt zu werden, so richtig nach Hamburg als übergeordnetes Set. Und die Stadt fühlt sich das leider oft nicht an. Und so gibt es bei mir, als ich Luden gesehen habe, immer wieder ein ganz schönes Hin und Her. Auf der einen Seite die Geschichten, die dort teilweise erzählt werden, aber dann zu wenig in den Mittelpunkt geraten. Auf der anderen Seite mit Aaron Hilmer als Hauptdarsteller, einer, den, wie ich finde, ich geliebt habe in Das schönste Mädchen der Welt und auch danach immer wieder überzeugend fand. Und vor allem hier als Klaus Barkowski einer gibt, der, obwohl er im Grunde so viele fragwürdige Dinge tut, in der ganzen Serie wird nur einmal von seinem Handlanger-Freund Andy gesagt, das ist Sklaverei und ansonsten das viel zu selten mal klar benannt, was da teilweise passiert. Und sage ich nicht, dass alle Menschen, die im Sexarbeitertum arbeiten, irgendwie dazu gezwungen werden. Da gibt es sicherlich auch genug Ausnahmen. Aber hier zu jener Zeit und so wie die Serie diese Geschichte erzählt, ist auch ganz klar, wie die Dinge formuliert werden, dass es dabei genug Dinge gibt, die mindestens übergriffig sind, aber ganz oft auch einen großen abusive Charakter haben oder Leute hineingenötigt werden in eine Welt, sich zu verkaufen. Und das steht in Luden und auf der einen, also viel zu wenig im Mittelpunkt, sodass man auf der feststellt, dass man für die Figur des Klaus oft Sympathien entwickelt und wenn man dann mal weiter fragt, man aber eigentlich denkt, warum denn überhaupt? Wenn man sich näher damit beschäftigt, wohin diese Figur eigentlich geht und was sie nach und nach tut und vor allem immer diesen Trauma-Jumbo-Jet erster Klasse drin zu sitzen und es im Grunde dabei geht, Dinge umzusetzen, etwas zu sein, zu scheinen und die Frage, woher kommt denn das eigentlich? Das ist bei Luden generell so das Thema, dass sie von den Figuren ihre Bedürfnisse erfahren und auch die Dinge, wo sie hinwollen, aber woher dann dieser Mangel irgendwann mal in der Vergangenheit, der Kindheit, was auch immer kommt, sodass sie jetzt diese Ambition haben, koste es, was es wolle, das zu zeigen, wäre noch spannender gewesen, um die Charaktere vielfältiger zu machen. Das führt sowieso dazu, dass manche Bindungen, die erzählt werden, einfach zu kurz dabei kommen. Aber wo ich gerade beim Cast war, rede ich mal weiter darüber. Aaron Hilmer legt so einen für mich zumindest als Berliner glaubhaften nordischen Akzent-Dialekt auf, wo ich jetzt nicht sagen kann, wenn ich wirklich aus Hamburg käme, ob das alles so stimmt, aber seine positive Art, immer wieder so reinzuträumen, zu sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, wobei er überhaupt nicht wie jemand wirkt, der gefährlich wäre und anderen die Stirn bieten könne, würde er nicht so eine kleine Gruppe um sich bauen, die aber für meine Empfinden irgendwie auch zu klein ist und gar nicht bedrohlich genug wirkt, um sich so viel Raum zu schaffen in einem Milieu, wo es dann am Ende um sehr viel Geld, Einfluss und Macht gibt, zwar an dem Rand der Gesellschaft, aber an einem Rand, wo sich genug Menschen rein verirren oder gezielt hinwollen und damit dann am Ende dort wieder so viel umgesetzt wird, dass natürlich das Begehrlichkeiten weckt. So bin ich bei dieser Figur, weil ich mich mit Klaus Barkowski sonst nicht beschäftigt habe, so ein bisschen unsicher, ob das alles eben so passt. Dann hätten wir nach Janet Hein beispielsweise als Jutta. Sie führt uns durch die Serie immer wieder mit ihrem Voice-Over, was ihr im Grunde einen tragenden Part allein deswegen zuspricht, weil wir durch ihre Augen immer wieder erzählt bekommen, wie sich die Zeiten verändern, wie sich die Figuren verändern und sie selbst diejenige ist, die Klaus einführt in diese Welt, die aber nach und nach auch so ein bisschen an den Rand gedrängt wird und ein immer schwierigeres Schicksal bekommt. Was dabei so ein bisschen schade ist, weil sie auch so eine Thematik wie eigene Abhängigkeit oder auch eine Familiengeschichte so nach und nach sich entblättert, die weit in die Vergangenheit reicht, aber dann doch zu wenig in den Fokus kommt dieser Serie, als dass man sich fragt, braucht es denn dann überhaupt? Weil exemplarisch soll das ja quasi aufzeigen,
unter welchen Umständen solche Menschen, solche Frauen im Rotlichtviertel dort arbeiten und was das eben für große Opfer mit sich bringt. Und auch die Frage, kann man überhaupt aussteigen, will man aussteigen und was dann noch alles mit dazu gehört, finde ich diesen Fokus auf Klaus eben so stark und fast schon zu glorifizierend, als dass man viel mehr auf die anderen Seiten hätte auch schauen müssen aus meiner Sicht. Das spricht zum Beispiel, oder geht beispielsweise dann weiter, bei Henning Flüßloh, der spielt Andi wie so ein loyaler, immer zu seinem Kumpel stehender, brutaler, nicht gewaltiger Typ, aber einer, der im Boxring eigentlich professioneller Kämpfer sein will und dem im Grunde immer von der Leine lassen kann. Aber woher diese Loyalität kommt, woher dieser Wille kommt, im Boxring zu stehen, weil da gibt es ja immer irgendwelche auslösenden Momente, warum der diesen Willen hat, sich immer zu wehren und sich nicht beherrschen kann. Das wäre für mich noch spannend gewesen, über die Figur zu erzählen, und das spiegelt halt genau wieder, was ich meine. Man schaut zu wenig in die Tiefe der Charaktere als nur in die Chronologie der Abläufe. Und das geht dann auch für Lena Ozendowski, die spielt Manuela, eine, die mit in die Familienebene von Jutta hineingeworben wird und über die auch gezeigt wird, wie man nach und nach genötigt werden kann auf eine Bühne, um sich dann auszuziehen, wenn man irgendwelche Schulden anhäuft, wenn man irgendwo wohnt. Da hätte ich mir natürlich auch noch mal mehr gewünscht, weil diese Geschichte so beiläufig dann immer mal wieder in jeder Episode ein paar Minuten eingestreut wird, dass man das mehr in den Fokus rückt oder eine ganze Episode mal darauf stärker verwendet. Und dann gibt es insgesamt rund um dieses Thema die Machtstrukturen. Die Kämpfe untereinander zwischen den Luden, Zuhältern und die Etablierten, das ist dann die GmbH, so nennt sie sich innerhalb von Luden. Das sind die Anfangsbuchstaben der Vornamen der vier anscheinend größten Zuhälter zu jener Zeit. Und was passiert, wenn jemand Neues kommt? Dann entsteht natürlich ein Missverhältnis zwischen Kräften, vielleicht auch ein Machtvakuum, wie weit geht man, was passiert, was bedeutet es, eine Art Etage zu haben. Dann gibt es noch mit Niki von Tempelhof, mit Frieda Schulz, einen, der nochmal drüber wacht über dieses ganze Milieu, der quasi wie ein Pate bestimmt, wer was bekommt und was nicht. Aber ich kann mir ehrlicherweise schwer vorstellen, dass es sich damals nur um so wenige Personen gedreht hat, und deswegen habe ich das Gefühl insgesamt bei Luden, dass man dieser Größe der Thematik, die man aufgreifen will, dann doch zu wenig gerecht wird. Ich das Gefühl habe, das muss doch mehr sein. Was mich vor allem dann stutzig macht, weil am Ende einer jeden Episode sieht man quasi Fotos und damit Originalbilder aus jener Zeit. Und dann dachte ich, die sehen so viel echter aus, die Charaktere und auch die Settings. Insgesamt, das fände ich so ein bisschen schade bei den Sets, habe ich nicht das Gefühl, eben, dass wir da in Hamburg und auf der Reeperbahn verortet sind in den meisten Momenten, sondern einfach eben in Sets, die auch irgendwie so ein bisschen fast zu modern für mich aussahen, weil am ehesten noch Kostüm und Make-up den Job macht, um mich in die Zeit damals zurückzuziehen. So wirkt da so eine gewisse Unstimmigkeit mit. Die Kamera versucht dann so mit entsättigten Farben die Zeit zurückzudrehen, sodass ich mich in die 80er Jahre versetzt fühle und einen älteren Look bekomme. Ansonsten nimmt man sich Zeit, besonders dann, wenn die Musik und Songs auch mal die Stimmung übernehmen dürfen, Eindrücke zu zeigen und dann eher auf dramatischere Einstellungen zu wechseln. Ist aber die Serie insgesamt dafür, dass wir uns ja auch in einem expliziten Thema zwischen Gewalt und Sex und Drogen bewegen, fast schon ein bisschen zu zahm. Ich hätte es mir dann expliziter gewünscht, wenn ich sage, okay, FSK 16 und wir erzählen eben so ein Thema, dass man dann auch vielleicht ein bisschen krasser mit den Bildern wird. Aber das ist dann halt meine Meinung an dieser Stelle. Passt sich die Musik sonst meist soweit für mich gut ein, habe ich jetzt nichts weiter daran auszusetzen und wirken auch die Effekte soweit handgemacht. Muss ich am Ende sagen, dass diese Welt zu erzählen rund um die Kaputtheit von Charakteren eigentlich ein sehr spannender Ansatz ist. Und wenn dann jemand von dem Bodensatz versucht, seinen Weg zu gehen, seine Geschichte zu erzählen, seinen Traum zu gehen, ist das natürlich auf der einen Seite eine Underdog-Story, die man moralisch total hinterfragen kann. Und dementsprechend ist es so eine Kombination, wo ich sage, okay, spannend, diese Hauptfigur zu verfolgen, was Aaron Hilmer, finde ich, meist wirklich gut macht, diese Geschichte auf den Schultern zu tragen. Und dass man für diese Figur eben Sympathie entwickelt, obwohl man sich eigentlich denkt, er ist echt jetzt ernsthaft. Und ich finde auch generell schauspielerisch im Cast, dachte ich, ey, die sind alle wirklich gut aufgelegt. Aber grundsätzlich die Schreibe in Luden, hatte ich immer wieder das Gefühl, dass man nicht so richtig weiß, geht's also nur diese Geschichte von Klaus zu erzählen, finde ich dann irgendwie zu wenig. Ich hätte mir so 3-4 Episoden mehr gewünscht, vielleicht auch jede gerne 10 Minuten länger, aber dann ein größeres Gesamtbild zu zeigen. Und vor allem, wenn man dann auch so Sprünge hat und auf einmal Themen wie AIDS aufkommen, was bedeutet das für diese Industrie? Was für Ideen können daraus geboren werden? Wirkt das irgendwie, ich will nicht sagen so random, aber auf einmal so von außen hergeholt, um diese Geschichte weiterzuerzählen. Deswegen für mich so ein bisschen schwierig. Für mich fehlt am Ende einfach dieser gesamtheitliche Blick zu sehr auf Luden. Für mich fehlt auch dieses Gefühl, dass wir wirklich in Hamburg sind, dass wir auf der Reeperbahn sind, was das für eine Geschichte ist, die sich dahinter verbirgt, und auch der Fokus zu sagen, ey,
Wenn wir eine Geschichte auch erzählen wollen über Prostituierte oder Sexarbeiterinnen, wie die in diese Welt teilweise reingenötigt werden oder wo sie raus wollen, nicht mehr raus können, was es bedeutet, auf einmal auf eine Bohrinsel geschickt zu werden, was dann dort passiert, so mehr oder weniger nur über Hörensagen, aber vielleicht dabei einfach noch mehr zu zeigen, was auf welchen Lasten und auf welchem Rücken dieses Geld gemacht wird. Das sind alles Punkte, wo ich mir gewünscht hätte, das mehr in den Fokus zu rücken, statt irgendwie so ich will nicht sagen cool sein zu wollen, aber so einen leicht glorifizierten Helden hineinzustellen, der so eigentlich keiner ist. Am Ende bin ich aber aufgrund dessen, dass ich auch merkte beim Schauen, okay, ich will weitersehen, ich finde das nicht uninteressant, bei 6,5 von 10 möglichen Punkten für Luden, Könige der Reeperbahn. Und wenn ihr sagt, oh, findet ihr gar nicht uninteressant, könnt ihr euch wie gesagt auf Amazon Prime Video anschauen. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu Luden und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.